Arbeitsblätter erstellen mit Canva. Canva ist eine kostenlose Plattform, mit der du grafisch ansprechende Arbeitsblätter gestalten kannst. Über die Startseite kannst du auswählen, welche Art von Dokument du gestalten möchtest. Hierzu klickst du auf Design erstellen und wählst Dokument im A4-Format oder Arbeitsblatt aus. Auf der linken Seite findest du einen Reiter. Wenn du die Vorlagen nach etwas für dich Passendem durchsuchst, kannst du dir möglicherweise einiges an gestalterischer Arbeit sparen. Vorlagen über die Startseite zu suchen ist jedoch effektiver. Dafür nutzt du die linke Spalte und klickst dort auf Vorlagen, Bildungswesen, Arbeitsblatt. Du kannst durch Filter die Ergebnisse noch weiter eingrenzen. Achte immer auf die kleine Krone und das kleine Eurozeichen, denn diese Inhalte enthalten kostenpflichtige Elemente oder sind nur mit Canva Pro zugänglich. Wenn du eine passende Arbeitsblattvorlage gefunden hast, kannst du die Vorlage mit einem Klick auf den Stern speichern. Dann findest du sie unter Projekte im Ordner mit Sternchen markiert. Um eine Vorlage für deine Zwecke anzupassen, klicke auf Verwende diese Vorlage. Links kannst du verschiedene Elemente in dein Dokument einfügen. Unterschiedliche Tabellenstile und Diagrammarten stehen zur Auswahl. Sie können in der Leiste oben farblich angepasst werden. Grafiken kannst du nutzen, um dein Arbeitsblatt optisch zu strukturieren. Oben kannst du die Grafiken farblich anpassen, zuschneiden oder drehen. Auch die Transparenz kann hier erhöht werden. Unter Position kannst du alle deine Elemente auf eine andere Ebene verschieben, sodass sie vor oder hinter den anderen Grafiken liegen. Rahmen kannst du nutzen, um Fotos in ansprechende Formen einzufügen. Platziere dafür den Rahmen an die gewünschte Stelle. Ziehe dann ein Foto auf den Rahmen. Über Foto bearbeiten, zuschneiden, kannst du das Foto im Rahmen verschieben und drehen. Wenn du mehrere Elemente gemeinsam verschieben möchtest, kannst du sie gruppieren. Du kannst die Rahmen und Raster auch nutzen, um das Layout des Arbeitsblattes zu gestalten. Eigene Bilder kannst du links über den Uploads-Button einfügen. Bei den Texten kannst du oben das Schriftbild oder die Formatierung verändern. Es stehen auch viele fertig formatierte Schriften zur Auswahl. Wenn du oben auf den Button Teilen klickst, kannst du andere dazu einladen, an deinem Arbeitsblatt mitzuarbeiten. Mit Kommentaren könnt ihr euch dabei Feedback geben. Markiere dafür einfach eine Textzeile oder ein Element, klicke auf die Kommentarsprechblase und schreibe deinen Kommentar. Du kannst auch bestimmte Teammitglieder mit dem @Zeichen taggen. Unter Download kannst du dein Arbeitsblatt als PDF herunterladen.